Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, was Aufzählungen in Microsoft PowerPoint sind und wie du diese einfügst und bearbeitest. Wie du hier siehst, habe ich mir eine Online-Vorlage in Microsoft PowerPoint reingeladen. Wie du das machst, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist in der Videobeschreibung zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Aufzählungen eigentlich sind. In Microsoft PowerPoint-Präsentationen kann es des Öfteren vorkommen, dass man auf den Folien Hauptpunkte und Unterpunkte hat, als Beispiel bei der Struktur der PowerPoint. Sprich, in der zweiten Folie nach dem Start, wo man die Struktur, sprich um was es geht, anzeigt. Ebenfalls kann man Aufzählungen sehr gut nutzen, um verschiedene Stichwortpunkte hervorzuheben. Gut, wie fügst du nun eine Aufzählung ein? Um eine Aufzählung einzufügen, markierst du zuerst die Punkte, welche eine Aufzählung benötigen. Im nächsten Schritt gehst du hier oben auf Start und hier unter Absatz findest du diese drei Punkte hier. Wenn du darauf klickst, also auf den kleinen Pfeil, siehst du hier schon bereits vorgefertigte Aufzählungssymbole, sprich Aufzählungszeichen. Fährst du mit der Maus darüber, so siehst du schon eine Vorschau, wie es aussehen könnte. Klickst du darauf, so ist auch diese Aufzählung schon eingefügt. Möchtest du ein anderes Aufzählungszeichen, dann klickst du hier auf Nummerierung und Aufzählungszeichen. Es öffnet sich nun dieses Fenster hier und du kannst hier die genaue Größe bestimmen sowie die Aufzählungsfarbe oder sogar ein Bild von deinem lokalen Gerät oder aus Online-Bildern oder aus den Piktogrammen einfügen. Was Piktogramme sind, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden. Klickst du nun hier auf Anpassen, so öffnet sich dieses Fenster. Hier findest du nun die Aufzählungszeichen-Bibliothek bzw. die Symbolbibliothek von Microsoft PowerPoint. Klickst du hier auf diesen Pfeil, so siehst du hier von jeder Schriftart verschiedene Aufzählungszeichen. Die normalen Aufzählungszeichen sind, wenn du hier eingibst, in Webdings zu finden oder in Windings. Gibst du das hier ein und drückst einmal auf das Symbol hier, so siehst du nun hier verschiedene Symbole, welche du auswählen kannst. Klicke auf ein Symbol und drücke auf OK, somit hast du hier das Symbol reingeladen. Klickst du auf OK, so hast du nun hier diese Aufzählungszeichen eingefügt. Okay, wir haben jetzt hier einen Hauptpunkt und drei Unterpunkte, sprich Unterpunkt 1, 2 und 3. Nun möchten wir, dass diese drei Unterpunkte unter dem Hauptpunkt zu sehen sind, das heißt einen weiteren Einzug haben. Das können wir nun auf zwei Methoden machen. Entweder wir klicken hier oben auf diesen Pfeil, sprich die Listenebene erhöhen, oder wir gehen hier rein und drücken auf der Tastatur die Tabulator-Taste und somit wird hier der Einzug erhöht. Möchtest du nun, dass diese drei Punkte wieder weiter links sind, so kannst du hier oben wieder die Listenebene verringern. Wichtig hierbei ist, du kannst auch die Aufzählungszeichen der Unterpunkte mit genau den vorherigen Schritten verändern. Hast du ein eigenes Aufzählungszeichen eingefügt, so wird dies in deiner PowerPoint-Präsentation hier gespeichert und du kannst dies einheitlich immer wieder verwenden. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft PowerPoint Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft PowerPoint Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft PowerPoint. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft PowerPoint Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.